Stillen ist eigentlich ganz was Natürliches. Aber Mama und Baby müssen auch erst zu Beginn ganz viel lernen. Hier für euch ein paar Tipps, wie das Stillen gut funktionieren kann. Mama und Baby sollen gut bequem sitzen. Das heißt, wir stützen mit Kissen, Stillkissen die Mama, dass es ganz bequem ist und dass das Baby gut liegen kann. Das Baby liegt Bauch an Bauch zur Mama und hat die eine Hand schön bequem nach unten gelegt. Man sieht dann gut, dass der Kopf und der Rücken eine gute Linie bilden. Das Baby hat die Brustwarze und den Vorhof möglichst viel im Mund. Das Kinn liegt an, die Nase ist gut frei, so kann es gut atmen. Das Baby zeigt, bevor es Hunger hat oder wenn es Hunger hat, mit Hungerzeichen, Stillzeichen, dass es bereit ist zum Essen. Das kann ein Matschen sein, ein Gurren, eine Hand in den Mund nehmen und dann fängt die Mama an zu stillen. Jede Mama stillt nach Bedarf, aber gut ist es, mindestens 8 Mal in 24 Stunden anzulegen. Zusammenfassend noch einmal die wichtigsten Punkte für den optimalen Stillbeginn. Unmittelbar nach der Geburt wird das Baby in Haut-zu-Haut-Kontakt gelegt. Die meisten Babys fangen dann an, innerhalb der nächsten 1 bis 2 Stunden die Brust zu suchen, docken an und fangen an zum Saugen. Wichtig ist, geben Sie dem Baby hier die Zeit und die Ruhe, die es benötigt. Die erste Milch, die gebildet wird, das ist das Kolostrum. Die wird in den ersten Tagen produziert, beziehungsweise schon in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Das Kolostrum ist eine goldgelbe Milch. Diese Milch ist sehr wertvoll für das Baby und enthält alles, was es braucht. Ein Stillvorgang benötigt Zeit. Das Baby möchte an der ersten Brust 10 bis 15 Minuten trinken. Manche Babys brauchen aber auch 20 Minuten. Nach dieser wird dann die zweite Seite angeboten. Ein Baby möchte oft gestillt werden. Legen Sie Ihr Baby alle 2 bis 3 Stunden an. Dieser Stillintervall wird gerechnet vom Beginn des Stillen bis zur nächsten Mahlzeit. Manche Babys möchten aber auch öfters trinken. Das kann 9, 10 oder auch 12 Mal sein. Babys brauchen auch in der Nacht zum Trinken. Bieten Sie auch dem Baby in der Nacht die Brust an. Wir sehen und unsere Erfahrung zeigt, dass gerade in der Nacht die Babys sehr oft gestillt werden möchten. Ein Baby hat seinen eigenen Bedarf, richten Sie sich immer nach diesem. Die Brustwarze ist am Anfang doch noch sehr empfindlich und möchte gut gepflegt werden. Wir empfehlen folgende Maßnahme dafür. Zu Beginn lassen Sie sehr viel Luft auf die Brustwarze, das heißt tragen Sie noch keinen Still-BH oder auch noch keine Stillanlagen. Sie können nach dem Stillen ein paar Tropfen Muttermilch auf die Brustwarze verteilen, das pflegt die sehr gut. Oder auch spezielle Brustwarzencremen auftragen. Ist die Brustwarze doch schon ein bisschen empfindlich, empfiehlt sich, verschiedene Stillpositionen auszuprobieren. Brauchen Sie diesbezüglich Hilfe und Unterstützung oder haben Sie Fragen, wenden Sie sich jederzeit an die Kinderschwestern oder an Ihre Hebamme.